Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Scryfice. Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge zu Let's Play Metin2.de auf dem Server Chimera. Und ja, in dieser Folge steht auch wieder einiges an. Der Clip, der hier gerade entstanden ist, ist tatsächlich tagesaktuell. Und zwar wollte ich euch das mal ganz kurz zeigen. Es ist aktuell wieder dieses Weihnachtsevent und es ist einfach nur krank. Wenn man sich diesen Schneeflockenzauber abholt, hat man einfach 10 Doppeldrop, 5 stark gegen Monster und 50 XP. Loggt euch auf jeden Fall jetzt zu Weihnachten wieder ein, denn es gibt 42 Tage das Schneeflocken-Event. Das Weihnachtsevent läuft, das Okay-Event läuft jetzt noch 24 Tage. Also es ist wirklich Wahnsinn, dass hier gerade so viele Events gleichzeitig laufen. Ja, wenn ihr Metin 2 spielen wollt, dann ist jetzt auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, um wieder mit Metin anzufangen, weil es einfach nur voll krank ist, was es hier alles gibt. Zusätzlich gibt es auch noch den Adventskalender, täglich neue Geschenke. Da konnte man sich heute ist der erste Tag, das ist immer ein bisschen Verzug, ihr kennt das. Ja, kann man sich täglich auch ein paar Geschenke abholen, würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle machen. Und ja, wenn ihr noch keinen Metin 2 Account habt, registriert euch bitte kostenlos über meinen persönlichen Link. Diesen Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach darüber einen Account erstellen und schon ist der kostenlose Support da. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Ich habe mir 9 Yudnori-Trophäen gekauft. Die werde ich jetzt mal kurz öffnen. Übrigens, insgesamt haben mich die 9 Yudnori-Geheimnisse jetzt gerade 10 Won gekostet. Also haben wir jetzt 11 Rätselsplitter insgesamt. Jetzt gehen wir in den Yudnori-Laden und kaufen uns so eine Grusel-Pet-Entwurf ist es, glaube ich. Ja, nee, Grusel-Pet-Entwurf müsste das sein. Dann gehen wir auf die Veredelung, Event, Grusel-Pet-Kiste. Genau, und da kommt, enthält eines von zahlreichen schaurigen Pets. Grusel-Pet-Kiste haben wir uns gegönnt. Die können wir dann auch demnächst aufmachen, weil unser Bruce läuft in 6 Stunden ab. Ja, das möchte ich aber jetzt noch nicht zünden. Damit warte ich noch. Und jetzt werden wir noch schnell die 9 goldenen Yudnori-Bündel öffnen. Ich habe hier übrigens auch schon alles vorbereitet für den fürstlichen Try. Denn ich möchte unbedingt diese, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich zeige es euch mal kurz. Bei Mission Elementarwelt und wenn man da runter, oh okay, coole Sache, abholen. Wenn man da nämlich runterscrollt, sieht man, dass man einmalig, kann man gar nicht oft genug betonen, einmalig hier einen Ritualstein bekommt, wenn man einen erfolgreichen Gegenstand mit einem fürstlichen Z-Effekt versieht, ne? Und wenn man dann majestätisch macht, kriegt man auch nochmal ein Ritualstein, aber das majestätisch ist mal ganz außen vor. Ja, kleiner Tipp, macht euch irgendwie einen ritterlichen Set-Boni, weil dann kriegt ihr hier die Scherben schon fertig für einmal, ja, einmal Helm und einmal Rüstung zu probieren und ja, keine Ahnung, Waffenscherbe, ja, das kriegt man auf jeden Fall gecraftet. Jedenfalls, das machen wir gleich auch noch, da muss ich aber noch eine Hydra ballern. Jetzt erstmal die goldenen Yudnori-Kisten öffnen, habe ich Skralle plus 0. Weißt du, warum? Warum versuche ich es überhaupt, Digga? Ein Geiststeinbündel, Digga. Waff. Ach komm. Eine Segi. Okay, es kann eigentlich nur besser werden. Jo, ging schon verstärken. Kodakoni, komm, gib uns einen magischen Stein. Einen magischen Stein, bitte. Nur einen. Ey. Wenigstens ein Antike Onyx. Aber Leute, ey, das waren gerade. Das waren mindestens 9 Won. Wir haben jetzt einen Onyx rausgekriegt. Ansonsten nur Scheiße. Das waren 50. 8,5. Nein, 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 nein. Ah, nicht aufregen. Einfach akzeptieren und die Aufnahme beenden, bevor ich hier gleich das Mikrofon esse. Oh, Digga. Hoffen wir wenigstens, dass wir mit den Switchern was Gutes erreichen. Was haben wir hier? Ja, Schmutz. Und 10 Dunkelheit, 20 Insekten, 5 Halbmenschen wieder. Also hier haben wir wieder einen Max-Boni rausgekitzelt, aber nur Scheiße bekommen. Ach, wisst ihr was, Leute? Wisst ihr was? Ich hau jetzt einfach diese Grusel-Pet-Kiste auf. Es ist mir einfach jetzt egal, weil ich eh Pech hab. Ich werde eh keine Aufhebe-Pet. Ich weiß es einfach schon. Oh. Haha! Danke! Danke, lieber Gott. Ey, meine Laune ist wieder oben, Jungs. Meine Laune. Ah, danke. So, freshly squeezed aus der Hydra raus. Zack, zack, zack. Jetzt werden wir den fürstlichen
Set Schmied, Spastikus, Pilatus, Analus, Fistibus hier versuchen. 100 KK, 500 Dingsbums, Gedöns. Ja, FK ist der Helm. Let's go. Ja, war klar. Also wenn das jetzt geklappt hätte, das wäre absolut pervers gewesen. Aber, ne? Ne? War ja schon irgendwo klar. Machen wir hier gerade noch schnell die letzten Gaia weg. Bin Gott sei Dank ja immer jetzt am Gaia reinfarben durch die Hydra. Das heißt, ja, ne, müssen wir mal schauen, was wir dann mit dem Lootpad da machen. Ich habe ja jetzt einen ganzen Monat Lootpad. Also ja, also die ein oder anderen Set-Dinger werde ich mir auf jeden Fall reinfarben damit. Dann habe ich noch ein bisschen rumexperimentiert und zwar bei meinem HTA hat ja noch der 6.7. gefehlt, beziehungsweise da wollen wir ja noch AW reinkriegen. Kleine Segnungen gönnen mir irgendwie nicht, aber dafür hat die richtige Segnung gegönnt und zwar 25 AW ist genau die Hälfte vom Wunschwert, aber naja, was soll's, das lasse ich jetzt erstmal so. Servus, liebe Leute. Ich habe wieder ein paar Versuche zusammengespart. Insgesamt 3 magische Steine werden wir jetzt über die Rüstung drüber ziehen. Die Abmaterialien sind am Start und ich würde sagen, in diesem Sinne versuchen wir das jetzt. Und ja, der erste hat schon mal standardmäßig gefailt. Perfekt. Dann schauen wir mal nach, ob der andere wenigstens gönnt. Nein, hat auch gefailt. Und der letzte hat auch gefehlt. Perfekt. Drecksspiel. Das waren wieder 3 Versuche. Moment, ich sage euch auch direkt, bei wie viel wir sind. Wir sind jetzt bei 33 Versuchen auf plus 14 mit magischen Steinen. Nice. Ich werde jetzt nochmal aus Frust gerade neuen Alastor-Thron aufmachen, aber die leichten, die habe ich nämlich gefarmt. Und ja, in diesem Sinne gehen wir da jetzt rein. Ich bin mal gespannt, was wir rauskriegen. Und ja, wir starten mit einer Emotionstasche. Ist natürlich absoluter Dreck. Dann kommt noch eine Segi raus. Auch absoluter Müll, Digga. Ein Titan-Dioxid. Perfekt. Da haben wir schon mal ungefähr 2 Won wieder raus. Eine Söldner-Lizenz ist auch nicht so das Wahre. Schlangenkrallen herstellen. Ja, ein Steinhardbuch, Digga. Ach, was will ich denn mit einem Steinhardbuch? Ein Rauch-Edit. Ein Rauch-Edit. Nordwind-Handschuhstein. Ja, also 9 Truhen. Da haben wir reingeschissen eigentlich. Aber immerhin ein Titandioxid bekommen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Rabauken. Ich habe wieder 4 magische Steine vorbereitet. Die werden wir jetzt nochmal über die Schlangenrüstung ziehen. Wenn die 4 Steine failen sollten, sind wir tatsächlich bei 37 Versuchen. Also, ja, so langsam muss die Scheiße doch mal auf 14 gehen. Und ja, wir halten alle die Daumen gedrückt, dass die Kacke jetzt klappt. Und ja, schauen wir mal. Steinchen Nummer 1 hat gefailt. Okay, ja, perfekt. Das ist ja, das fängt ja schon mal gut an hier. Das fängt ja schon mal gut an. Machen wir mal hier so. Und jetzt tricksen wir das Spiel aus. Schade. Der zweite Stein hat auch gefailt. Ah ja. Steinchen Nummer 3. Und der letzte hat auch gefailt. Jetzt sind wir bei 37 Versuchen auf plus 14 und ich muss wirklich sagen, so langsam verliere ich wirklich die Lust. Das ist, es ist einfach nur noch frustrierend. Ich habe noch einen magischen Stein besorgt. Den werden wir jetzt über die Rüstung ziehen in der Hoffnung, dass der failt. Nee, natürlich nicht, dass der klappt, aber ja. Wie machen wir es? Ach, wir machen das jetzt so, dann machen wir es so. Dann klicken wir einmal auf Nein und dann, ja, das war jetzt der, Moment, war das der 38. Versuch? Ja, das war der 38. Versuch, liebe Leute, wisst ihr Bescheid. Drei weitere magische Steine sind am Start. Die werden wir jetzt auch wieder über die Rüstung ziehen. Insgesamt wären wir dann bei 41 Versuchen, ja, bei 5% Erfolgschance. Muss ja so langsam mal einer kloppen. Und ja, ich müsste eigentlich die Abmaterialien alle haben. Ja, ich würde sagen, let's go. Probieren wir das mal aus hier. Ah, okay. Der erste hat schon mal gefailt. Stabil. Wie macht man das mit dem Runtergehen hier? Ah, schade. Gefailt. Und der letzte. Komm, probieren wir das nochmal. Sieht irgendwie cool aus.
Ah. Ja, jetzt sind wir bei 41 Versuchen, Leute. 41 Versuche. 101 schimmernde Muscheln habe ich noch. Ich werde jetzt mal so ein 100er Stack mal gerade aufrotzen. Mal schauen, wie viele Perlen wir rauskriegen. Oder ob wir überhaupt eine Perle rauskriegen. Eine schimmernde weiße war bisher dabei. Läuft. Eine schimmernde blaue. Ah, komm schon. Noch eine schimmernde blaue. Das sind wir bei zwei schimmernden blauen. Und die letzten. Noch eine schimmernde weiße. Uff. Das passt doch. Und ja. Zwei schimmernde weiße, zwei schimmernde blaue. Da haben wir auf jeden Fall eine gute Ausbeute gehabt aus 100 Muscheln. Damit lässt sich definitiv arbeiten.